wir möchten heute zwei Nadeln der Firma Medtronic präsentieren. Das ist einmal eine Standardnadel, wir können das mal einblenden, und die Beacon-Nadel, und dann gibt es die Shark-Core-Nadel, und wir wollen beide verwenden. Und ich zeige Ihnen jetzt den endosonografischen Befund. Hier mit dem Hitachi-Gerät, dort wo der Pfeil ist, ist der erweiterte Pankreasgang. Und wenn wir den jetzt hier weiter verfolgen, dann endet das hier so mehr oder weniger gut sichtbar in diesem doch recht großen Tumor, in diesem echoarmen Bereich. Und das ist das Punktionsareal. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die hier in diesen Tumor bringen. Und dann sehen wir, dass zum einen der Patient offensichtlich da natürlich ein bisschen reagiert mit der Nadel, aber wenn man sich so bewegt, ist das manchmal, gehen wir mal so drauf, nicht so ganz einfach, die Nadel dann in der Spitze zu verfolgen. Aber die hat einen speziellen Schliff, sodass sie doch hier ganz gut sichtbar ist. Jetzt wird Sog drauf gegeben und wir punktieren dieses harte Gewebe. Da muss man etwas Kraft aufwenden mit der normalen Nadel. Es ist ja kein Mandräng jetzt mehr hier drin. Und schauen mal, was wir jetzt hier für Gewebe gewonnen haben. Ich drehe das mal ein bisschen rum. Kann man eigentlich sehr schön sehen, dass wir hier tatsächlich richtige kleine Zylinder haben.